Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, sorgt Austrocontrol für einen sicheren, pünktlichen und umweltschonenden Flugverkehr. Fluglotsinnen und Fluglotsen der Überflugskontrollzentrale im 3. Bezirk und in den Flugsicherungsstellen an allen österreichischen Verkehrsflughäfen führen die Flugzeuge sicher und effizient durch den österreichischen Luftraum. In der Überflugskontrolle im 3. Bezirk wird der obere Luftraum kontrolliert. Das betrifft in erster Linie Flugzeuge, die Österreich überfliegen, aber auch Maschinen, die in Österreich landen wollen oder gestartet sind. Als Centerlotsen sind wir dafür verantwortlich, dass die Mindestabstände zwischen den Luftfahrzeugen im oberen Luftraum eingehalten werden. Im österreichischen Luftraum haben wir 5 laterale Sektoren. Wir arbeiten immer zu zweit an einem dieser Sektoren, wobei der eine Fluglotse im direkten Funkkontakt mit dem Piloten steht, während der andere Lotse mit den umliegenden Kontrollen in Kontakt steht und die Überflüge koordiniert. Zu meinem Arbeitsplatz gehört der Radarschirm. Hier haben wir alle notwendigen und sicherheitsrelevanten Informationen und können die Luftfahrzeuge zu jedem Zeitpunkt sehen. Links und rechts davon haben wir Support-Screens, wo wir Informationen wie Wind und Wetter, die Pistenrichtungen der österreichischen Flughäfen, sowohl alle Luftfahrzeuge, die in den nächsten 15 bis 30 Minuten in den österreichischen Luftraum einfliegen, sehen können. Auf Grundlage dieser Informationen machen sich die Fluglotsen dann ein Bild der Verkehrssituation und führen alle Luftfahrzeuge auf dem schnellsten und effizientesten Weg sicher aneinander vorbei durch den österreichischen Luftraum.